Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute habe ich diese leckere, duftende Zucchini-Brot gebacken. Und wenn ihr Interesse habt, wie wird das gebacken, dann bleiben Sie bei mir und wir werden es tun. Erstmal machen wir einen kleinen Vorteig oder so besser zu sagen, dass die Hefe aufgehen. Nehmen wir lauwarmes Wasser, geben wir da Hefe rein. Für diese Mehle nehmen wir die ganze Päckchen, ein Teelöffel Zucker, die schön umrühren. Diese Hefe natürlich kann man auch gleich in die Mehl reinmischen. Wer will sich diese Arbeit nicht machen? Ich finde es mal einfach so anrühren auch nicht so schlecht. Und wir haben jetzt Zeit, bis das die Hefe werden jetzt aufquellen. Dann können wir die anderen Produkte vorbereiten. So, die Hefe lassen wir hier stehen und werden wir erstmal Zucchini, habe ich schon hier abgewogen. In so einem Zustand brauchen wir ungefähr 300 Gramm Zucchini. Werden wir auf die grobe Reibe reiben. Wenn die Zucchini große Kerne haben, dann besser die rausnehmen. Wenn es dann dünnere Zucchini, dann kann man die komplett verreiben. Dann habe ich noch eine Zwiebel. Die Zwiebel habe ich gewogen, ungefähr war 100 Gramm, werde ich auch reiben. Und dann restliche Zucchini. Das Ganze geben wir auf den Sieb. Ich mache gleich so ein Tuch hier und kann es leicht ausdrucken. Zucchini werden wir so leicht ausdrucken, dass es nicht zu viel Flüssigkeit ist da. So könnt ihr sehen. So, jetzt geben wir in unsere Schüssel Zucchini mit Zwiebeln. Dann schneiden wir noch ein bisschen Dill. Wer Dill nicht mag, kann zum Beispiel andere Kräuter nehmen oder Petersilie nehmen. Geben wir das auch zu der Zucchini. Geben wir Salz. 2 Teelöffel habe ich jetzt hier genommen. Dann 2 Esslöffel Öl. Unsere Hefemischung ist auch schön gut gegangen. Richtig Schaum steht oben drauf. Geben wir auch dazu. Und jetzt können wir unser durchgesiebte Mehl dazu geben. Das könnt ihr natürlich auch in die Küchenmaschine anrühren lassen. So, jetzt nehmen wir den Hand und werden wir einen schönen weichen Teig erstehen. So, können wir jetzt auf den Tisch geben, ein bisschen Mehl. Und werden wir jetzt das Mehl nur so kleinere Mähne dazu geben, dass wir einen guten weichen Teig erstehen können, aber dass er zu den Händen nicht klebt. Deswegen nicht gleich ganze Mehl reinmachen, sondern ein kleiner Teil in der Schüssel noch lassen. Weil es ist immer mit dem Mehl so eine Sache, plus minus muss man immer haben. Zu dünn darf man den Teig auch nicht machen, sonst wird er dann nicht so schön hoch, sondern zu flach. Weil die Zucchini hat auch noch immer viel Flüssigkeit in sich drinnen. Einfach schön langsam das Mehl reinkneten. So, am besten, wenn wir die Hände waschen, was das mal ein bisschen davor draufgeklebt hat, an die Hände, dass es jetzt nicht stört. Und werden wir unsere restliche, ich habe ungefähr vielleicht noch ein Esslöffel Mehl reinkneten, habe ich mir schon einen Kastenform vorbereitet, mit Papier ausgelegt und ganz bisschen mit dem Öl bestrichen. Und dann können wir ihn schon dann reinlegen. Der Teig fühlt sich schön weich und locker, könnt ihr sehen.
Und mit dem Mehl, wie ich schon gesagt habe, musst du sehen, plus minus. Der Teig soll sich in die Hände richtig schön fühlen und dann natürlich nicht mehr, nicht an den Tisch und nicht zu Hände kleben. So, jetzt können wir ihn so länglich formen für unsere Kastenform und da reinlegen. Und lassen wir jetzt in warme Stelle ungefähr so 40 Minuten, vielleicht eine Stunde, wird ihr sehen, es soll sich vergrößern. So, das Brot steht schon 40 Minuten und er ist richtig schön hochgegangen. Jetzt werden wir ein bisschen anschneiden mit scharfem Messer, dass er uns dann nicht so toller Platz beim Backen. Und den Backofen habe ich schon zum Vorheizen angemacht für 200 Grad unter Oberhitze. Das ist ein sehr zarter Teig. Meistens schneide ich gleich meinen Teig auf und dann geht er hoch und dann gehen die aufgeschnittenen Teile auch dann mit. Jetzt habe ich es so gemacht. Mal sehen. So, das ist bei mir lauwarmes Wasser und bestreiche jetzt ein bisschen Teig, dass er nicht so trockene Haut hier hat. Aber unbedingt mit warmes Wasser. So, jetzt geht es in den Backofen rein. Auch ungefähr so für 40 Minuten. So, nach 40 Minuten können wir jetzt schon unser Brot rausnehmen. Raus. So, und wenn das Brot etwas so sozusagen so blass, vielleicht fühlt sie sich leicht feucht, können wir nochmal in die Backofen so für 5, 7 bis 10 Minuten auf die Gitter draufstellen. Wenn ihr nur Unterhitze habt, könnt ihr nur Unterhitze reinstellen. Wenn nicht, dann auch okay unter Oberhitze. So, nach 7 Minuten holen wir jetzt das Brot raus. Riecht schön nach Dill. Ui, heiß. Wir werden erstmal oben leicht mit dem Wasser bestreichen. Kann man mit Pinsel, kann man mit der Hand. Dann wird die Kruste nicht so proper. Das Brot sieht wunderbar aus. Machen wir ein Tuch rein, schön einwickeln. Und dann legen wir auf dem Gitter, aber nicht so stehen, sondern auf die Seite. So auf die Seite. Und lassen wir das Brot erstmal gut abkühlen und dann schneiden wir die erste Scheibe ab. So, liebe Freunde, jetzt werden wir ein Scheibchen von unserem leckeren Brot abschneiden und mal schauen, wie es das aussieht. Es ist noch leicht lauwarm, aber wir können nicht erwarten, das mal zu probieren. Und da, so sieht er aus. Schön weich, locker und riecht schön nach Zwiebel und Dill. Eine schöne, leckere Scheibe. Riecht sehr, sehr lecker. So, liebe Freunde, sind wir wieder mal fertig. Und ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachmachen. Einen guten Appetit wünsche ich euch danach. Und auf euren Besuch auf meine Webseite, Instagram, Facebook, Twitter, freue ich mich auch immer. Für eure Daumen hoch. Vielen, vielen lieben Dank. Ich kann nicht genug euch Danke sagen für eure Unterstützung. Vielen, vielen lieben Dank. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.